Hallo und herzlich willkommen auf HandyFAQ zu meinem Unboxing und Testvideo für das Zubehörkabel von Riscan, das X-Cable Charging Kabel. Viel Spaß beim Video und jetzt geht's los. So, ich habe mir das X-Cable von Riscan bei Amazon bestellt für 14,95 € und zwar ist das ein Charging Kabel für das Z1, Z2 und Z3 und auch für die Z-Tablet-Serie. Und zwar ist es für den Ladekonnektor ein magnetisches Kabel. Jetzt wollen wir mal schauen, wie das Ganze verpackt ist und was das Ganze taugt. Das X-Cable von Riscan kommt in einer wirklich schmucken Verpackung, muss ich sagen. Für ein Kabel ist es doch sehr ungewöhnlich eigentlich. Also macht einen sehr edlen Eindruck. Das Ganze ist 1 Meter lang. Ja, und kommt aus China, glaube ich. So wie es aussieht. Und ja, jetzt machen wir das Ganze mal auf und schauen einfach mal rein, wie es drinnen aussieht. So, ja, es ist wirklich sehr edel verpackt. Das Kabel, es ist eine feste Schaumstoffverpackung und mit einem stabilen Karton. Und hier sieht man auch, für was das Kabel genau ist, aber dazu kommen wir noch später. So, dann holen wir das Ganze mal raus. Das Kabel und sonst ist eigentlich nichts in dieser Verpackung drin. Dann legen wir die mal zur Seite. Ja, das Kabel macht echt einen sehr wertigen Eindruck. Es ist auch aus Metall, so wie es aussieht. Das kann man jetzt schwer sagen. Oder es ist doch Kunststoff. Jetzt machen wir mal die Folien hier weg. Na. Ja, es scheint in Aluminium zu sein. Hier steht nochmal Whisken drauf. Dann ist das Ganze hier mit einem Klett noch verbunden. Also wie gesagt, ist es wirklich alles richtig edel gemacht. Wie geht das jetzt hier auf? So, ja, wie gesagt, das Ganze hat 1 Meter Länge und hinten hat es einen ganz normalen USB-Anschluss dran für das Ladegerät. So, dann wollen wir das doch mal testen am Z1. So, viele von diesen Kabeln sind. Ach so, hier hat es noch eine LED-Leuchte. Ob das jetzt eine Ladeleuchte ist, kann ich jetzt nicht sagen. Das werden wir später sehen, wenn ich es anschließe. Die meisten Stecker ja, sind ziemlich niedrig, also die halten sehr schlecht. Mal schauen, wie es jetzt bei dem hier ist. Wir schließen es einfach mal an das. Oh ja, der Magnet ist schon relativ stark. Wir schließen es jetzt hier einfach mal an. Also es hält wirklich gut. Der Magnet ist richtig stark. Jetzt schauen wir mal. Ja, man sieht es hier ganz gut. Ich kann das Gerät an dem Kabel hochheben. Also muss ich sagen, richtig geil. So, dann schließen wir das mal ans Ladegerät an und schauen, was passiert. Und wie ihr hört, ertönt schon der Ladesound. Und wie ihr auch hier oben sehen könnt, ist dieser Blitz an der Batterie, also es lädt einwandfrei auf. Und es hält wirklich richtig klasse. Die LED brennt jetzt. Mal gucken, was passiert, wenn ich es jetzt abziehe. Also die brennt anscheinend immer. Das ist nur ein
ein Licht quasi. Und also die hat jetzt leider keine Ladefunktion, also wo ich sehe, ob das Gerät voll oder noch beim Laden ist. Aber okay, da habe ich ja hier oben die LED. Also ist nur quasi ein Licht. Aber was mir richtig gut gefällt, das Ding hält Bombe. Also das hält richtig bombenfest, also auch für Fahrrad oder auch im Auto ist dieses Kabel wirklich zu benutzen, weil es mit Sicherheit nicht abfällt. Und also der Magnet ist richtig gut. Ja, das war es auch schon zu meinem kurzen Video zum Wiscan X-Cable. Ich kann es weiterempfehlen. Die 1495 sind hier wirklich gut investiert. Also wer ein Kabel sucht, gerade für Fahrrad oder Auto, der ist hiermit gut bedient. Das war's schon von meinem Video. Bis demnächst. Ciao.